Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen verdammt geilen Tag. Leute, es gibt Neuigkeiten bezüglich meines Rades. Aber es ist so geiles Wetter. Ich möchte jetzt erstmal Fahrrad fahren gehen, denn ich habe hier noch ein paar Sachen offen, die ich heute unbedingt klären möchte. Und was und wie und wo mit diesem Rad jetzt passiert, das erzähle ich euch dann später im Video. Und das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, bevor ich mich jetzt umziehe. Es schaut ja wirklich so aus, als würden wir langsam mal endlich Frühling bekommen, denn der Wetterbericht sagt mal 5 Tage am Stück gutes Wetter. Es ist ja fast schon unglaublich. Es ist fast schon ein Fehler in der Matrix. So, genug gequatscht. Ich schmeiße mich jetzt in meine Platzangstklamotten und dann geht's los. Und bevor das Rad jetzt wahrscheinlich in den Ruhestand geht, wollte ich noch einmal genau dort Gas geben, wo dieses Rad mir in den letzten Winter so extrem viel Spaß gemacht hat und mich auch extrem weitergebracht hat. Darüber hinaus bin ich der felsenfesten Meinung, ohne das E-Bike hätte ich definitiv nicht diese Fortschritte gemacht. Warum? Weil ich einfach bei Weitem nicht so viele Höhenmeter und dementsprechend Tiefenmeter abgerissen hätte. Schaut einfach selbst. Ich glaube, da hat sich was geändert. Geil! Das war schon so eine geile erste Abfahrt. Unfassbar. Dieser Sport gibt einen so viel und macht einen so glücklich. Darüber hinaus, dieses Verbundensein mit der Natur ist einfach unfassbar. Und vor 1-2 Jahren hätte ich da gar nicht dran gedacht. Da war das alles für mich irrelevant. Egal, ihr wollt wahrscheinlich wissen, was ist denn jetzt mit deinem E-Bike los und was passiert denn da? Den meisten ist es ja schon längst bekannt, dass ich seit längerem jetzt mit dem Fitzer 24 aus Österreich verpartnert bin. Und die haben mir ja vor kurzem dann das E-Bike gestellt gehabt. An dieser Stelle können wir mal ganz kurz erwähnen, wenn du gerade auf der Suche bist nach einem neuen Rad, dann schau mal bei Fitzer 24 mit dem Code MASL24 bekommst du auf Teile und Räder 10% und das selbst auf reduzierte Ware. Da kannst du wortwörtlich Knete sparen. Genug Werbung. Auf jeden Fall schaut es so aus, dass ich vor kurzem ja in Lienz war. Und da haben wir darüber gesprochen, was wir jetzt machen für diese Saison mit meinem E-Bike. Und die haben eine riesen Auswahl. Santa Cruz, Rotwelt, Scott, Scorebikes, Mondrecker, Focus, Giant, Cube und so weiter und so fort. Und nach einer längeren Diskussion haben wir uns dann entschieden, was es dieses Jahr wird. Aber natürlich will ich den Spannungsbogen weiter halten. Dementsprechend gibt es weitere Informationen gleich. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz gemeinsam den Trailer an, den ich heute abhaken möchte mit euch. Das Teil schaut so harmlos aus im ersten Moment, aber diese kleinen Steps sind genauso breit wie eine Fahrradlänge. Auf jeden Fall, das Ding wollen wir heute meistern. Umso länger ich jetzt hier überlege, umso mehr will ich zögern. Dementsprechend, ich gehe jetzt hoch und wir fahren direkt runter. Ach so, und auf dem Weg nach oben könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was vielleicht das neue E-Bike sein könnte oder was es wird. Das Problem ist nur in deinem Kopf, das Problem ist nur in deinem Kopf, mehr nicht. Es ist überhaupt kein Problem hier runter. Ja, Mann! So gut! Nee, das war ein anderer Trail, der schöner. Ging jetzt da hoch.
Das erste Mal, dass ich in Deutschland eine sehe. 30 cm. Ich weiß immer noch nicht, wie dieser Schiebemodus geht, aber ganz ehrlich, das ist mir auch egal. Hier müsste man auf jeden Fall mal mit dem Spaten hin in nächster Zeit. Da ist schon so eine richtige Kuhle reingefahren. Ich verspüre einfach ganz tief dieses Verlangen, noch einmal das Thema aufzunehmen bezüglich dieses Rumgebäsche zwischen E-Bike und Biobikes. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, weil am Ende geht es doch darum, dass wir alle gemeinsam dasselbe Hobby haben, dieselbe Leidenschaft, dass wir im Grunde eigentlich alle dasselbe machen, nämlich irgendwie bergab oder bergauf fahren. Da ist es doch total egal, was für ein Fahrrad unter einem ist, solange wir doch gemeinsam irgendwie Spaß haben. Und ja, es gibt in jeder Szene den einen oder anderen, sagen wir mal, Vogel, aber das gehört einfach dazu. Und das alles ist doch auch irgendwie ein Geben und Nehmen. Und ganz ehrlich, wenn wir doch einfach miteinander viel mehr machen würden, dann hätten wir doch einfach viel mehr Spaß, oder? Für mich persönlich gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Das ist einfach ein Fahrrad. Und mit diesem Fahrrad kann ich einfach in kurzer Zeit viel mehr das machen, was mir Spaß macht. Und das ist eigentlich tendenziell bergabfahren. Dementsprechend gibt es für mich da keinen Hell oder Dunkel. Ich würde ein E-Bike auf jeden Fall nicht missen wollen, weil es mir einfach mega viel Spaß macht. Vorrat. Weich, weich, weich. Auf. Geschafft. Geschafft, geschafft. So gut. Maschine, Leute, Maschine. Es gibt einfach nichts Geileres. In der Natur sein und Fahrrad fahren. So, ich trappe eben hoch und dann erzähle ich euch, was mit dem Rad jetzt passiert. So, jetzt haben wir lang genug um den heißen Brei gesprochen. Was ist denn jetzt mit diesem wunderschönen Giant, was im Hintergrund steht? Punkt 1, das ist ein absolut geiles E-Bike. Würde ich mir selber kaufen, zu 100%. Ich würde nur nicht das Plus 2 kaufen, sondern das Plus 1, wegen dem Fahrwerk. Weil man dann einfach für einen kleinen Aufpreis das deutlich bessere Fahrwerk hat, was man auch deutlich besser einstellen kann. Und man hat, glaube ich, auch da schon den größeren Akku. Allgemein schaut es so aus, dass es jetzt wortwörtlich gerade die letzte Fahrt mit dem Rad so war, wie es da steht. Und es wird dann jetzt in ein, zwei Wochen News bezüglich des Themas E-Bikes bei mir geben. Und ich möchte den Spannungsbogen natürlich auch ein bisschen aufrechterhalten, damit ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Dementsprechend werde ich euch nicht zu viel verraten, was da jetzt genau passiert. Aber sagen wir es so, es wird mein absolutes Traum-E-Bike. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für deine Zeit. Solltest du noch nicht abonniert haben, dann hast du jetzt die Chance, einmal auf Abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Weil ich kann in den Insights sehen, dass fast 70% meiner Views von Nicht-Abonnenten sind. Das kostet dich gar nichts, hilft mir und dem Channel extrem. So, gibt's noch irgendwas zu sagen? Ja, natürlich das Wichtigste. Hab einen geilen Tag und geh Radfahren.